sitzt. Wir müssen was tun! Nie in Frieden lassen, bis sie die Bank ausgeraubt haben, Sheriff. Ach. Oh. Oh, schnell doch, sie kommen gleich. Dann lass sie mal kommen. Aus denen mache ich Kleinholz, dass sie nie wieder an Bankraub denken. Ach, aber Sheriff, doch nicht sowas. Du weißt doch, mein Buch. Mit dem Buch kannst du die nicht aufhalten. Oh, Sheriff, das Buch mit den Verkehrsregeln. Ach ja, ich weiß. Das Buch mit den hübschen Bildern. Genau das meine ich. Das sind Verkehrszeichen. Verkehrs was? Verkehrszeichen. Du, Boss, die Bank ist bis unters Dach voll mit Geld, ja? Ja, natürlich. Und wenn wir da nicht als Millionäre rauskommen, dann fress ich meinen Hut. Ist das klar? Boss, wenn du das sagst. Dann ist es gut. Zwölf Minuten vor zwölf. Dann ist die Bank jetzt noch offen. Ja, wir müssen uns beeilen, Sheriff. Also los. Ja. Ach, schnell, Sheriff. Immer lässt du alles in der Gegend liegen. Los, ihr Lahmenden. Die Tücher hoch und los geht's. Also wieder im Gleichschritt? Na klar, oder bist du jetzt der Boss? Das hat er recht. Hoffentlich haben die nicht so viel Silbergeld. Wir nehmen sowieso nur Scheine. Die sind auch nicht so schwer. Bank. Sag das dem Boss. Hey, Boss, die Bank? Klappe halten! Da ist die Bank. Kommt! Was ist das denn? Ja, ja, ist gut. Ich steck sie ja schon wieder weg. So. Oder so. Eigentlich müsste ich jetzt schon meinen Hut essen. Halt! Das hätte ich mir auch denken können. Die Dollarbande. Was für eine nette Überraschung. Wollt ihr vielleicht ein bisschen Geld abheben, ja? Erstmal die Tücher runter und zuhören. Ich habe euch da noch was zu sagen. Was denn?
kennen wir doch alles. Wir haben keine Zeit. Wir möchten auch gar nichts hören. Nein, danke sehr. Ihr habt doch sicher ein bisschen Zeit, sagen wir. 3 Minuten. 4? Ist gut. 4 Minuten. Seht ihr das Ding da drüben? Na, dann guckt euch das Ding mal genau an. Also, wer interessiert sich denn schon für diesen Quatsch? Wir wollen das eigentlich nicht wissen. Nein, vielen Dank. Ruhe jetzt, sonst dauert es doch nur länger. Also, das Ding steht hier nicht zum Spaß. Das ist ein... Henk, erklärst du das mal? Wisst ihr, das ist eine Verkehrsampel. Und, was ist damit? Moment mal. Wir haben da ein rotes... Das sehen wir ja alle, Henk. Diese kleinen roten Männer stehen da. So. Seht euch das an. Seht euch die Männer gut an. Fällt euch dazu was ein? Wir haben nichts zu tun mit Indianern. Nein, noch nie. Ihr sollt die Klappe halten. Was redet ihr denn? Die kleinen roten Männer stehen ganz still. Und immer, wenn ihr das Zeichen seht, heißt das stehen und nicht gehen. Stehen! Aber das tun wir doch gerade. Jetzt ja, aber vorhin nicht. Ihr seid über die Straße gegangen, als rot war. Und? Und wenn die Ampel umschaltet, seht ihr einen grünen Mann, der geht. Ja, mit beiden Beinen. Natürlich mit beiden Beinen. Ja. Na, meine Herren, wie gefällt euch denn das? Also, wir haben diese Verkehrsampel für eure Sicherheit. Ja, ja, auch für euch. Kutschen und Wagen müssen bei Rot anhalten, damit die Fußgänger bei Grün sicher über die Straße gehen können. Alles klar? Ihr seht also jetzt den roten Mann. Das heißt, ihr müsst dort drüben stehen. Ist das klar? Los, Leute, sonst kommen wir nicht mehr in die Bank. Wann ist denn endlich Grün? 12 Uhr. Henk! Grün! Los, Jungs! Was soll das denn? Ja, ja. 1, 2, 3, 4. Erstmal sehen wir nach links und dann sehen wir auch noch nach rechts. Und nochmal nach links und dann gehen. Und auch dabei nach links und rechts umsehen. Ach, verflixt. Die Bank ist zu. Guck doch auf das Schild. Jetzt isst er wieder seinen Hut. Das ist ungerecht. Und wenn ich nur eine Nuss esse, gibt's Ärger. Schalt auf Grün! Jetzt!